Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Engelorakel für die Woche vom 29. April bis zum 5. Mai 2013. Ja, und ich kann natürlich nicht die letzte Woche erstmal ignorieren und sofort mit dem Wochenorakel für die kommende Woche loslegen. Ich muss unbedingt was erzählen zum Vollmond, zu der Vollmondwoche, wie das bei mir war oder was so meine Kernerkenntnis war in dieser Woche. Also ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Woche, also ist gut für euch. Hat sich gut für euch entwickelt, denn es war, vielleicht habt ihr das auch gemerkt, ein sehr, sehr intensiver Vollmond. War ja schon so angekündigt, mit sehr vielen Möglichkeiten, mit sehr viel Loslassen, das Alte gehen lassen, in das Neue eintauchen. Und ich habe da auch eine sehr tiefe Erfahrung gemacht in der letzten Woche. Bei mir fing es eigentlich 2 Tage vor dem Vollmond an, dass ich gemerkt habe, meine innere Anspannung nimmt zu. Es gab einfach noch ein paar Themen, wo ich Anhaftungen hatte, starke Erwartungen noch hatte oder da habe ich schon mitgearbeitet über längere Zeit, aber die kamen halt immer noch mal wieder, diese Erwartungen oder Hoffnungen auf eine konkrete Entwicklung in der Situation. Also das kam halt noch mal so hoch, wurde noch mal Thema und steigerte sich dann auch und irgendwann hat sich dann entladen. Also ich denke mal, bevor der Vollmond dann kam am Donnerstag. Also es kam sehr stark hoch. Und es war ganz klar für mich nochmal ein ganz, ganz starker Loslassprozess. Also nochmal wirklich am Ende des Tages auf die Knie fallen, auch vor Gott und sagen, okay, ich lasse es los. Es ist mir jetzt egal, wie es ausgeht. Es ist mir jetzt egal, wie es weitergeht. Ich konzentriere mich nur auf mich und dass es mir gut geht und dass ich im Jetzt bin, im Hier und Jetzt bin und glücklich bin im Hier und Jetzt und auf meine Aufgabe konzentriere ich mich. Und also so ganz auf die 3-4 Quadratmeter wollte ich mich konzentrieren, auf denen ich mich so bewege. Ist jetzt nur als Bild gemeint. Und und was dann passiert ist, das war ein sehr emotionales Loslassprozess, könnt ihr euch ja vorstellen. Und schon am nächsten Tag oder ich glaube sogar abends, ich bin gar nicht sicher, manifestierten sich dann schon Dinge. Also zeigten sich auf einmal Dinge, ich fand das wie göttliche Magie, dass mir auf einmal Informationen zugespielt wurden, aus denen ich erkennen konnte, dass alles seinen Weg geht, und zwar in positiver Richtung, wenn ich loslasse. Die Dinge laufen von alleine, ich muss gar nicht dauernd steuern, dirigieren, pushen, pressen, drücken, wünschen. Ich kann ganz passiv sein, ich kann einfach vertrauen, ich kann in Gott vertrauen und kann sagen, okay, läuft schon, wird schon. Einfach positiv denken und sagen, das wird alles gut werden. Ja, ganz entspannte Haltung haben. War für mich nochmal eine super Erkenntnis, dass dieses ganze Bemühen und Versuchen zu beeinflussen, auch mit positiven Absichten, dass das einfach nur bremst, dass das verkompliziert, dass es ganz sicher nicht zu dem führt, was man möchte, sondern das Loslassen ist es. Das Loslassen und sagen, ich ergebe mich, ich gebe es an die geistige Welt, die wissen, was ich will und wie es dann kommt, das regeln die schon. Und auf eine viel bessere Art, als ich das je erreichen könnte mit meiner menschlichen Kraft. Das war nochmal eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Die hat nochmal ein tiefes Vertrauen auch in die Magie der geistigen Welt gebracht, dass sie einfach in der Lage ist, die Dinge in die Hand zu nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl sie gar keine Hände haben. Aber dass das einfach, die Angst es nur bremst und einfach das Loslassen und Akzeptieren, dass eine größere Macht im Moment hier auf Erden auch am Werk ist. Ja, das einfach geschehen lassen und darauf vertrauen, dass sie für uns arbeitet und auch mit uns arbeitet und dass wir einfach uns in den Flow begeben können mal wieder. Also das war für mich so eine ganz, ganz starke Erfahrung letzte Woche. Und ich glaube, das ist noch ganz wichtig, dass ich das so ein bisschen erzählt habe. Vielleicht ging es ja vielen von euch ähnlich. Könnt ihr ja mal im Kommentar schreiben, was euch der Vollmond so gebracht hat an Erkenntnissen. Denn in dieser Woche, glaube ich, greifen wir das Thema ein klein bisschen noch auf. Schauen wir mal. Also ich habe letzte Woche ja sehr stark mit den Erdwesen gearbeitet und ich werde das sicherlich nochmal machen, weil ich fand, das war ein sehr, sehr starkes Reading und ich meine, es war auch der Vollmond, aber das war eine sehr schöne Kombination, die mache ich bestimmt öfter nochmal und heute wollte ich aber für die Woche nochmal stärker mit den Engeln arbeiten und es kommen als erstes die Erzengel zu uns und wir haben hier die Karte von Erzengel Jeremiel, die sagt, alles ist gut, alles geschieht genauso, wie es geschehen soll, mit versteckten Segnungen, die du bald verstehen wirst. Ja, nach dem, was ich euch da gerade erzählt habe, spricht diese Karte mir natürlich absolut aus der Seele. Nochmal so im Rückblick auf die Woche und jetzt im Start in die neue Woche. Denn diese Erfahrung zu machen, dass einfach alles so geschieht, auch nach dem göttlichen Plan, wie es soll,
Und das alles dran rumdrücken und verändern wollen und aus unserer Sicht optimieren wollen oder anders machen wollen oder schneller, oft wollen wir die Dinge auch schneller haben, dass das es einfach nur weiter verhindert. Und es gibt versteckte Segnungen, die wir nicht immer sehen und die noch manchmal auch noch andere Menschen betreffen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Und aber Kernaussage dieser Karte ist, die göttliche Macht wirkt für uns und mit uns und durch uns. Und es ist alles gut, was so geschieht. Und vertraut dem einfach. Ja, also vertraut einfach, dass alles gut ist. Und ich hoffe, viele von euch haben diese Erfahrung nochmal gemacht, dass sie nochmal Vertrauen in die geistige Welt gewonnen haben in der letzten Woche. Also, dass sie sich einfach zurücklehnen können und vertrauen und sich auch freuen auf das, was jetzt kommt. Ja, und damit Freude hineingehen. Eine zweite Karte kam mit der Karte Alles ist gut und das ist die Karte Spirituelles Verständnis. Das ist Erzengel Raziel und ihr seht hier oben, wie er eine Taube hält und auch die Blume des Lebens. Ja, ist im Prinzip die Blume des Lebens, aber noch durchaus andere geometrische Formen sind da drin. Zum Beispiel ein Dreieck, ja, Kreis und so, das sind ja alles geometrische Formen. Und Erzengel Raziel sagt, ich bringe dir esoterische Informationen und Symbole und helfe dir, spirituelle Wahrheiten zu verstehen. Also worüber wir ja öfter auch mal sprechen, ist so das Gesetz der Anziehung, Gesetze der Manifestation. Das sind alles spirituelle Gesetze oder auch Wahrheiten, die man kennen sollte. Wenn man die versteht, dann versteht man auch, wie diese Energien im Moment fließen, die jetzt eben verstärkt in den Planeten, in unsere Körper fließen. Ja, diese fünfdimensionalen Energien, die verändern gerade die Gesetze, die hier auf der Erde wirken. Also das, was früher funktioniert hat, wo wir, sagen wir mal, früher mit dem reinen Willen Dinge bewegen konnten und sagen konnten, ich will das so, dann muss ich das so machen oder ich mache mich auf den Weg und gestalte die Dinge. Ich habe das Gefühl, das schon länger allerdings und ihr vielleicht auch, das funktioniert so nicht mehr. Es ist keine reine Kopfgeschichte mehr, es ist auch kein Pushen und Ziehen oder sich bemühen oder Zeitdruck ausüben oder eine zeitliche Erwartung haben, wann Dinge passiert sein sollen. Das ist alles anders jetzt. Das ist alles anders. Und ich glaube, wir lernen im Moment nochmal ganz intensiv, wie diese Gesetze eigentlich wirklich wirken. Und es geht auch nicht nur darum, sie mit dem Verstand zu verstehen, also zu lernen, zu sagen, ich lerne jetzt mal, wie das geht, sondern dass wir das auf der energetischen Ebene, diese Erfahrung auch der Magie machen. Ja, das sind magische Wirkungen, die auch diese Symbole haben, beispielsweise, von denen hier auch die Rede ist. Oder auch dieses Wissen, was wir bekommen. Das kann auch ein Wissen sein, was eigentlich unsere Rolle ist oder wer zu unserer Seelenfamilie gehört, was die Aufgabe unserer Seelenfamilie ist, was wie überhaupt sich eine Seelenfamilie konstituiert, welche Rolle da auch eine Zwillingsflamme spielt oder Seelengefährten, wie die miteinander kommunizieren können und so weiter. Also das ist ein Riesenthema, also es hängt alles zusammen. Und ich denke, dass wir da einfach jetzt mehr Einsichten bekommen, wie das eigentlich funktioniert. Und ich denke, der Loslassprozess ist da nach wie vor einer, weil, wie gesagt, das Loslassen führt dazu, dass wir erfahren können, wie diese Gesetze wirken, wenn wir sie mal machen lassen. Und indem wir in unserem alten Muster drin sind, stören wir das. Aber es stört uns, es stört die geistige Welt nicht. Also es behindert vielleicht Manifestationen, aber es stört uns vor allen Dingen und es wirft uns zurück. Und das kann zu Irritationen führen. Aber die Engel wollen uns sagen, seid nicht irritiert, wenn ihr das noch nicht versteht, ja, ihr bekommt jetzt diese Informationen immer mehr und ihr werdet jetzt diese Erfahrungen machen und ihr werdet jetzt verstehen, wie es funktioniert und versteht, dass alles gut ist, ja, und nicht, dass es problematisch ist, nur weil es nicht im üblichen Sinne läuft, ja, es ist alles im göttlichen Plan und es ist eben wichtig, auf die Knie zu fahren und sich dem göttlichen Plan auch zu unterwerfen und zu sagen, okay, Gott weiß, was gut ist und ich gebe mich dem hin, ja, gar nicht so einfach. Ja, die nächste Karte kommt wieder von den Engeln und das ist die Karte Höre hin. Wir sehen hier einen Engel, sorry, dass das jetzt spiegelt, das ist die Kamera, die ihr da seht im Spiegel. Das ist ein Engel, der sagt, stille, sei ganz leise und höre hin. Und die Karte sagt, bringe deinen Geist zur Ruhe, geliebtes Wesen, und lausche auf unsere sanfte Versicherung, dass für alles gesorgt ist. Bleib innerlich ruhig und empfänglich, ohne dir Sorgen zu machen, auf welche Weise sich dein Wunsch manifestieren wird. Ein ruhiger Geist und ein entspannter Körper helfen dir, uns leicht und klar zu hören. Dies ist unsere Bitte an dich. Höre hin. Ja, das passt eigentlich wunderbar zu dem, was ich bei den ersten Karten gesagt habe. Also wenn ihr hinhört, nach innen hört, auf eure innere Stimme oder auf die Stimme eurer Geistführer,
die kann auch aus dem Außen kommen, dass euch mit Botschaften von Menschen vermittelt werden oder ihr etwas lest oder so, was euch weiterhilft. Das kann also über Worte generell kommen, aber sehr stark natürlich aus dem Inneren. Werdet ihr verstehen, wie sich eure Wünsche manifestieren können? Sie sagen ja, mach dir keine Sorgen, wie sich deine Wünsche manifestieren. Wir helfen dir und es wird kommen, aber versuch da nicht dran rumzuregeln. Bleib innerlich ruhig und empfänglich. Ne? Und sie sagen auch, klar, es ist für alles gesorgt. Ja? Also wir kümmern uns um alles. Ne? Höre hin auf die Tipps, die wir dir geben und folge unserer Führung. Ja? Das andere, in dem Moment, wo wir aktiv werden, dann wollen wir die Führung übernehmen in dem Ganzen. Und die Engel sagen, es ist im Moment auf jeden Fall besser, auch wenn ihr stärker auf unsere Führung hört und dem euch hingebt. Das ist auch eine Hingabe natürlich. Ne? Das Schöne ist, finde ich immer, dass das Wort Loslassen auf Englisch Surrender heißt. Und Surrender ist auch sich hingeben. Also es ist wirklich Loslassen heißt sich hingeben und sich steuern lassen, statt selber zu steuern auch. Ja, also das vielleicht nochmal so aufnehmen. Also es geht jetzt darum, dass ihr Botschaften bekommt, dass ihr Informationen bekommt, dass ihr Führung bekommt, wie es weitergeht und dass ihr beruhigt seid und euch führen lasst, ja, dass ihr aufhört zu rudern und akzeptiert, eine höhere Macht wirkt in dieser Woche und führt euch. Vielleicht durch ein Nadelöhr, wo ihr nie geglaubt habt, dass ihr da jetzt durchkommt. Irgendwas, was schwierig ist in eurem Leben. Ja, die Engel führen euch da durch, auf ihre Art. Und es ist einfach gut, wenn ihr euch zurücklehnt und es geschehen lasst. Die letzte Karte kommt aus dem Engeltarot und das ist der Page des Wassers. Und das Wasser steht für die Emotionen. Es geht hier um Intuition, Sensitivität, Künstlerisches und Freundlichkeit. Und wir sehen hier einen Engel, der mit den Meerwesen, mit den Walen und Delfinen mit einer Fackel in der Hand übers Wasser geht, schreitet. Und die Karte sagt, eine neue Person tritt in dein Leben, eine Beziehung tritt in eine neue Phase, gesteigerte übersinnliche Fähigkeiten. Es ist ja jetzt hier nicht das Liebesorakel, also gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass diese Karte etwas damit zu tun hat, dass es unbedingt um einen Liebespartner geht. Ist nicht auszuschließen, aber es ist, glaube ich, eher hat es damit was zu tun, dass eine neue Person in dein Leben tritt, die dir bei irgendetwas vielleicht hilft, weiterzukommen oder die dir einen Rat gibt. Deshalb auch dieses Höre hin, die dir vielleicht auch spirituelles Wissen vermittelt auf eine bestimmte Art und Weise. Es kann sein, dass sich Beziehungen, die ihr habt in eurem Leben mit Menschen, berufliche Beziehungen, geschäftliche Beziehungen in der Familie, dass die sich jetzt weiterentwickeln, in eine neue Phase gehen, dass also jetzt alles gut wird vielleicht, was vorher schwierig war. Und ich finde auch wichtig, diese gesteigerten übersinnlichen Fähigkeiten, ne, weil das passt wieder hierzu und auch dazu mit einem inneren Auge auch einfach besser zu verstehen, wie diese Gesetze funktionieren, diese universellen Gesetze. Ne, und auch besser zu hören. Also es kann auch sein, dass die Ohrchakren in dieser Woche gereinigt werden und funktionieren oder dass ihr die Botschaften besser hört. Ja, also irgendwie machen wir alle einen Schritt nach vorne jetzt. Das ist so mein Gefühl. Also es kommt was Neues jetzt ins Leben. Es kommen Beziehungen gehen in eine neue Phase und eure Fähigkeiten nehmen einfach jetzt zu. Ja, damit ihr das alles verstehen könnt und damit ihr euch führen lassen könnt. Ja. Und ich habe noch mal eine Karte gezogen, abschließend zum wochenübergreifenden Thema. Und das finde ich auch ganz schön. Also worum es hier eigentlich geht, ist, dass ihr erfüllt seid, dass ihr glücklich seid, dass ihr froh und zufrieden seid mit dem, was ist. Und die Karte sagt, Freude zeigt sich in allen oder erwacht, Freude erblüht in allen Bereichen meines Lebens. Also wir haben ja hier schon zweimal, macht euch keine Sorgen, hört auf euch zu sorgen, es ist alles gut. Ja, und wenn ihr das wirklich mal auf tiefster Ebene versteht und merkt, es ist alles gut, dann könnt ihr euch freuen, dann könnt ihr im Jetzt-Moment leben und das solltet ihr, lebt im Jetzt-Moment, genießt die Zeit mit Freunden, mit Familie, mit netten Menschen, mit euren Haustieren, mit eurer Aufgabe, an der ihr vielleicht arbeitet, mit einem guten Buch, mit euren Pflanzen, vielleicht machen einige von euch den Garten jetzt schön und holen die ersten Pflanzen raus oder machen das alles schön auf dem Balkon. Also genießt den Moment, genießt das, was ist und habt Spaß und Freude daran. Lehnt euch zurück, die Engel kümmern sich um alles, bittet die, sagt den Engeln, was euch belastet und gebt es an die Engel ab. Ja, und achtet auf Menschen in eurem Umfeld, die euch vielleicht auch Botschaften bringen oder neue Informationen, aber seht es nicht verkopft, es wird sich alles von alleine ergeben und alles wird gut. Ja, das ist eine, finde ich, entspannte Nachricht für die kommende Woche.
Klingt ein bisschen nach Zurücklehnen und wie gesagt, weniger Anstrengung als vielleicht in den letzten Wochen und Monaten. Ja, und ich hoffe, ihr schafft das, einfach in die Entspannung zu gehen und loszulassen und einfach in der Freude jetzt zu leben, in der Freude im Hier und Jetzt. Ich sende euch Licht und Liebe aus meinem Herzen, freue mich über eure Kommentare und E-Mails und wünsche euch eine wunderschöne Woche mit vielen neuen spirituellen Erkenntnissen und vielen neuen wertvollen Menschen in eurem Leben. Macht's gut. Tschüss.